übergebe das Wort an Sie. Ja, Herr Rosenbusch hat es schon gesagt. Vielen Dank, Herr Rosenbusch, für die Begrüßung. Mein Name ist Lutz Kliche. Ich bin Verleger, Programmmacher, Literaturvermittler und arbeite mit Ruth seit inzwischen gut 40 Jahren zusammen. Wir haben angefangen zusammen zu arbeiten, als wir an der ersten Ausgabe dieses Buches, aus dem wir heute lesen wollen, gearbeitet haben, Wege im harten Gras. Das hieß damals noch etwas anders, ein Lied ohne Musik. Und da lebte Ruth in London und ich war junger Lektor im Peter Hammer Verlag in Wuppertal und hatte das, damals war das noch ein großes Ding, am Wochenende dann in den Flieger zu steigen und mal kurz nach London zu fliegen und mit Ruth an ihrem Buch zu arbeiten, an dem ersten Buch. Seither kennen wir uns, haben uns zwischendurch mal aus den Augen verloren. Ich war lange in Lateinamerika, Ruth war in Afrika, in United Kingdom, London, Isle of Wight, Lüdinghausen hat sie ein paar Jahre gewohnt und jetzt lebt sie in Dänemark bei ihrem großen Sohn und dessen Familie bei Aalborg ganz oben in Jütland. Wenn ihr Dänemark kennt, dann wisst ihr ja, wo das ungefähr ist. Wir wollen heute natürlich über Ruths Leben sprechen. Also es wird nicht ein Vortrag der klassischen Art, sondern eine Lesung eher von Textpassagen. Die lese ich. Und Ruth erzählt, berichtet aus ihrem Leben. Und für mich war das Besondere, außer dass Ruth, wir so lange befreundet sind, aber das Besondere an Ruths Leben ist natürlich dieses, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt habt, habt ihr das vielleicht dann sofort auch gesehen, diese Erfahrung, geboren zu werden in Deutschland. Ruth ist 1924 geboren in Fürth bei Nürnberg. Das sind fast 100 Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diesen Sommer im Juli hat sie den 97. Geburtstag gefeiert und sie hat also die 20er Jahre als Kind erlebt und dann den beginnenden Faschismus, die beginnende Nazizeit in Deutschland und dann eben Südafrika, die Erfahrung des Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung in Südafrika. Diese beiden Pole sind eigentlich so, haben dein Leben in gewisser Weise bestimmt. Die Erfahrung des Rassismus in Deutschland, der Ausgrenzung und dann die Erfahrung des Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung in Südafrika. Diejenige, die natürlich am besten aus ihrem Leben selbst erzählen kann, ist Ruth und deswegen übergebe ich jetzt gleich an dich, Ruth. Ich werde hier nebenbei, ihr seht ja hier, wir haben so ein bisschen Multimedia, ein paar Bilder zeigen. Ruth hat eine Homepage, auf der gebloggt wird, auf der sie Blogs bringt. Mal sehen, ob ich hier mal gerade was zeigen kann. Das sind die Books, da sind die Blogs, English Blogs. Das könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, haben wir denn jetzt hier überhaupt, Internet läuft über den Router. Schreibt sie regelmäßig Blogs und das könnt ihr da nachlesen und es gibt eben auch eine Ruth-Weiß-Gesellschaft. Wo ist denn der Conny Kleibold, ist er hier dabei, der ist Vorsitzender der Ruth-Weiß-Gesellschaft, ist jetzt nicht im Raum, der hat uns aus Lüdinghausen hergebracht. Also die Ruth-Weiß-Gesellschaft hat sich vor ein paar Jahren gegründet und betreut sozusagen Ruths Werk. Aber jetzt ohne große Umschweife an dich, Ruth. Ich möchte erst mich bedanken, dass ich überhaupt hier sein kann, dass Frau Voss das organisiert hat und die Schule dann diese Einladung an mich gegeben hat. Das finde ich wirklich toll. Und wenn ich so viele junge Menschen in einem Raum sehe, das macht enorm großen Spaß. Vielen Dank, dass das zustande gekommen ist. Freut mich sehr. Ja, wie Lutz Kliche eben gesagt hat, ich bin im Jahr 1924 zur Welt gekommen. Die 20er Jahre, da werden Sie bestimmt schon eine ganze Menge darüber in Ihren beim Lesen und auch in der Schule gehört haben. Das war die Weimarer Zeit, es war die Zeit der Inflation, der Arbeitslosigkeit. Aber ich bin zwar in einer Stadt mit all diesen Problemen geboren, ich bin aber auf dem Land eingeschult worden. Mein Vater arbeitete in Nürnberg
Und er stammte selbst aus einem kleinen Dorf. Und deswegen hat er sich eine Wohnung gesucht, wo er, heute sagt man, ein Pendler werden konnte und jeden Tag zur Arbeit fahren konnte in Nürnberg. Meine Schwester, ich habe nur eine Schwester gehabt, die war älter wie ich und sie ging in unserem Geburtsort in die Schule, weil sie schon aus der Grundschule entwachsen war. Meine Kindheitserinnerung in der Zeit der 30er Jahren, ich bin dann 1930 in die Schule gekommen, waren eben auf dem Land. Und zwar in einer kleinen Dorfschule, in einer typischen, du sagst das immer sehr schön. In einer Zwergschule, könnt ihr euch vielleicht nichts drunter vorstellen. Also ich bin auch noch in so eine Schule gegangen, das ist keine Schule für Zwerge, sondern eben eine sehr kleine Schule, wo 4 Klassen in einem Raum unterrichtet werden, von einem Lehrer, der dann 4 Klassen gleichzeitig in der Grundschule beschäftigen muss. Keine leichte Aufgabe für das Lehrpersonal. Ja, also das bedeutete, wenn man in eine derartige Schule kommt und mit 4 Klassen aus dem Dorf zusammen ist, dass man praktisch alle Kinder vom Alter von 6 bis 11 etwa kennt. Ich war die einzige Jüdin, einzige Jude überhaupt in der Schule, aber das hat in den ersten Jahren überhaupt keinen Unterschied gemacht. Kein Mensch hat gefragt, warum ich nicht am Sonntag in die Kirche gab. Kirche war zur damaligen Zeit und vor allem in einem Dorf sehr wichtig. Die haben akzeptiert, dass ich da nicht hingehöre. Das Einzige, was ich manchmal sage, ist, was man mir übel genommen hat, war, dass es so viele jüdische Feiertage gab, zu denen ich mich natürlich dann nicht in die Schule begeben musste. Und das nahm man mir übel, aber sonst nichts. Ich hatte also viele Freunde, Freundinnen, vor allem Freundinnen. Wir wohnten nicht im Dorf. Dieses Dorf hat, wie ich schon sagte, mein Vater ist gependelt, er war nicht der Einzige. Andere haben auch gerne auf dem Land gelebt. Und wir wohnten in einer sogenannten Siedlung am Rande des Dorfes. Und die Zugehörigkeit zum Dorf kam eben nur durch die Freundin. Ich wurde auf die Bauernhöfe eingeladen und sie kamen auch zu mir nach Hause in die Siedlung, weil das eben eine Abwechslung war. Es war eine schöne Kindheit. Ich gehörte dazu und die Kinder gehörten zu meinem Leben. Ich hatte auch einen Hund, davon wird Lutz noch einen Satz oder zwei darüber Ihnen vorlesen. Aber ich hatte nur gute Erfahrungen bis zuletzt. Das heißt, bis zuletzt meine ich den 30. Januar 1933, als Hitler an die Macht kam. Und da muss ich nun etwas erklären, bevor ich dir das lesen lasse. Dieses Ereignis, dass Hitler an diesem Tag zum Reichskanzler geworden ist, das hat natürlich nicht von einer Sekunde zum anderen alle Menschen ihre Ideen verändert oder ihre Lebensweise. Und auch in den meisten, vor allem in den Städten, hat das, war eben ein Ereignis. Es war wichtig, aber es hat nicht so sofort alles geändert. Aber am Dorf und vor allem, wo ich herkomme, aus der Nürnberger Gegend, ich bin in Fürth bei Nürnberg geboren, war das anders. Weil der Gauleiter, das ist der Bezirksleiter, die Nazis haben ihren eigenen Jargon gehabt, ihre eigenen Worte. Und Gau ist ein altes
deutsches Wort. Und das haben sie benutzt, um eben einen Bezirk zu beschreiben. Und in Nürnberg war der Kreisleiter, also der Gauleiter, ein Mann namens Streicher, Julius Streicher, ein Freund von Hitler und ein sogenannter Genosse der ersten Stunde. Das heißt also, er war schon in der Partei in den allerersten Jahren des 20. Jahrhunderts nach dem Krieg. Und der Stürmer, wie Sie durch dieses Bild sehen, war nichts anderes als ein antisemitisches Hetzblatt. Es waren immer derartig hässlichen Gesichter von Juden und Geschichten nur über Juden, wie eben ein Jude, ein Mädchen, ein blondes, blauäugiges Mädchen bestürmt hat oder vergewaltigt oder irgend so etwas. Der Stürmer gehörte zu der Propagandamaschine der Nazis schon in den 20er Jahren, als Julius Streicher Verleger dieser Zeitschrift war. Und nun war er nicht nur Verleger der Zeitschrift, sondern er war eben auch der Gauleiter. Und in den ersten Monaten hat er vorgearbeitet durch seine Leute, die in den verschiedenen Ortschaften schon irgendwelchen Funktionärposten in der Partei hatten. Und im Dorf, nicht nur in unserem Dorf, aber in den meisten Dörfern war das so, dass die wichtigsten Personen, natürlich der Bürgermeister, den ich selbstverständlich nicht kannte, der Lehrer und der Pfarrer, das waren die Persönlichkeiten, die die wichtigsten Posten hatten. Und im Fall von dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, war der Pfarrer sowie der Lehrer Mitglieder der Partei, sodass von einem Tag zum anderen das Leben später von meinem Vater, dass mein Leben sofort anders wurde. Und deswegen werde ich bitten, Lutz das vorzulesen, wie mir es am ersten Tag nach Hitlers Machtergreifung ergangen ist. Mache ich gern. Du warst 9 Jahre alt, nicht ganz, ja, ne, glaube ich, oder? Warst du schon 9? Noch 8. 8,5. Zwischen Juli 9 geworden in dem Jahr. Aber das war vorher eben, das war am 30. Januar 1933. Hitler wurde Reichskanzler. Meine Eltern flüsterten, meine Mutter hatte rote Augen, aber sie sagte, alles sei in Ordnung. Ich solle mir keine Sorgen machen, sonst käme ich noch zu spät zur Schule. Auf dem Weg dorthin ging ich immer am Sportverein vorbei. Am 1. Februar sah ich dort zum ersten Mal eine Fahne mit dem Hakenkreuz und als ich vorbeilief, schrie mir jemand irgendetwas hinterher. Doch das war nicht so schlimm. Ärger war es dann in der Schule. Ich ging auf meinen Platz und merkte zuerst gar nicht, dass ich allein war. Noch dachte ich, ich sei vielleicht nicht zu spät, sondern zu früh gekommen. Doch dann fing Reuter, unser Lehrer, an zu sprechen und ich wusste, von nun an würde alles anders sein. Ich hatte keine Schulbankkameradin mehr und die Kinder saßen alle zusammengedrückt, weit entfernt von mir. Auch in der Pause blieb ich allein, die Mädchen standen flüsternd in einer Ecke und die Jungen gingen mit ihren Händen in den Taschen umher und pfiffen vor sich hin. Es war alles etwas merkwürdig. Ich hätte heulen mögen, aber das ging schließlich auch nicht. Ich hatte doch eigentlich nichts, worüber ich hätte heulen können, oder? Als nächste Stunde kam Deutsch und ich freute mich darauf, denn es war meine Lieblingsstunde und ich hatte den Erlkönig auswendig gelernt. Reuter, der Lehrer, nahm mich meistens dran. Doch diesmal sah er meine Hand nicht, er sah mich überhaupt nicht, auch als ich einfach nur austreten wollte und deshalb meine Hand hob. Auf dem Weg nach Hause konnte ich dann doch etwas weinen.
Mein Hund Prinz kam mir entgegen und wir gingen zusammen in den Wald. Ich hatte mein Poesiealbum dabei, denn einige der Jungen hatten versprochen, mir etwas hineinzuschreiben. Ich setzte mich unter einen Baum und sah mir das Album mit seinen Widmungen an. Die letzte war ein Gedicht mit der Unterschrift »Von deiner immer treuen Schulbankkameradin Betty«. An diesem Tag aber hatte Betty nicht in meiner Bank gesessen und die anderen auch nicht. Ich blätterte durch das Album, da waren sie alle, meine liebsten Freundinnen. Ich warf das Buch weit weg und Prinz bellte dazu. Es veränderte sich viel in diesen Tagen. Herr Reuter grüßte meinen Vater nicht mehr und was am nächsten Wochenende geschah, das war wohl das Schlimmste. Meine Schwester war nämlich schön, bildschön. Außerdem sah sie immer so aus, als hätte sie gerade gebadet und sich ein ganz neues Kleid angezogen, ganz gleich, was sie trug. Bei mir, da war das anders. Mein neues Kleid war schon ein paar Minuten nach dem Anziehen nie mehr ganz taufrisch. Der Schmutz kam irgendwoher. Ich musste wohl so eine Art Magnet dafür sein. Davon war ich überzeugt. Außerdem hatte ich nicht die kleine, feine Nase meiner Schwester und kein glattes Haar. Meins war lockig, dick und stand mir stets zu Berge. Meine Schwester war also hübsch, das hatten die Jungen im Dorf auch schnell gemerkt. Sie ging in Fürth in die israelitische Realschule, weil die Dorfschule nur 4 Klassen hatte. Sie wohnte dort bei meinen Großeltern. Am Wochenende kam sie immer ins Dorf zurück. Anfangs wartete ich noch auf sie, doch später war das nicht mehr nötig. Die Jungen waren immer da, trugen ihr den Koffer und unterhielten sich mit ihr bis zum Gartentor. Also holte ich sie auch an diesem Wochenende nicht ab. Das tut mir heute noch leid, obwohl ich wahrscheinlich auch nicht viel hätte machen können. Denn diesmal war es ganz anders. Die Jungen kamen, ob es dieselben waren wie sonst, weiß ich nicht mehr. Dieses Mal trug jedoch keiner ihren Koffer. Sie schrien nur ganz gemeine Sachen und liefen hinter ihr her, als sie den Berg hinaufkam. Zuletzt, da warfen sie mit Dreck. Wir waren fast den ganzen Abend lang damit beschäftigt, den Gestank abzuwaschen. Ich rieche es heute noch, das nasse, feine Haar, das an diesem Abend nicht nach Seife duftete, sondern nach Mist stank. Es war nur eine Frage von Wochen, bis mein Vater seinen Job verlor, bis wir umziehen mussten und auch ich in die israelitische Realschule ging. Vorher passierten jedoch noch einige andere Sachen. Der Bruder meiner Mutter, mein Onkel Jakob, hatte in Nürnberg eine nichtjüdische Freundin. Als er sie eines Abends nach Hause brachte, wurde er überfallen und furchtbar zusammengeschlagen. Ich weiß nicht mehr, wer ihn zu uns brachte. Ich sah nachts aber, dass man ihn anschleppte und meine Mutter sich um ihn kümmerte. Kurz darauf, da ging mein Vater in den Wald. Er wusste nicht, dass ich vom Fenster aus sah, was er in der Hand hielt, seinen Revolver. Er war Soldat gewesen im Ersten Weltkrieg für Kaiser und Vaterland. Daher hatte er noch diesen Revolver, den er in jener Nacht in einen nahen Teich warf. Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, das man ihm ebenfalls im Ersten Weltkrieg verliehen hatte, das nahm er mit nach Südafrika. Meine Schwester fand es erst nach seinem Tod. Dankeschön. Ja, also Sie sehen von aus dieser Geschichte, dass plötzlich unsere Anwesenheit im Dorf nicht mehr dasselbe war wie am Tag vorher. Das war ein großer Schock. Aber ein zweiter Schock, das ist wieder bei diesem Herrn Streicher. Übrigens, er war einer von den Angeklagten in dem großen Nazi-Prozess nach dem Krieg. Von den Nürnberger Prozessen. Ist das schon im Unterricht dran gewesen, Nürnberger Prozesse? Da wird genickt, vielleicht nicht bei allen, aber also nach 1945 wurden eben die führenden Nazis Kriegsverbrecher wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nürnberg angeklagt und viele von ihnen auch hingerichtet. Streicher auch wurde hingerichtet. Ja. Ne? Was ich nicht erzählt habe, was Sie vielleicht interessiert, dass dieser Stürmer von jedem Deutschen gelesen werden musste nach 1933. Die Zeitschrift zum Beispiel in dem Dorf, in dem wir noch eine Zeit lang wohnten, lag der Stürmer hinter einem Kasten und jeder Deutsche, der vorbeiging, musste anhalten, wenn er nicht schon den Stürmer in der Woche gelesen hat, um ihn zu lesen. Und das Interessante
am Stürmer für mich später natürlich, nicht damals mit 8 oder 9 oder 10, war die Schlagzeile unter dem Stürmer: Die Juden sind unser Unglück. Das ist eine Parole, die mit dem Antisemitismus, ein Wort, das im 19. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert geprägt worden ist, damals entstanden ist. Nicht derselbe Mann, der das Wort Antisemitismus geprägt hat, der hat auch diese Parole in die Welt gesetzt. Das hat mich dann später doch immer etwas befremdet, als ich meine jetzt als Kind, nicht als Erwachsene. Wieso kann eine ganz kleine Minderheit das Unglück von Deutschland sein? Und da möchte ich jetzt 2 Fragen stellen. Eine an dich. Okay. Wie viele Deutsche es damals gab. Und an Sie, ob Sie wissen, wie viele Juden bis 1933 in Deutschland gelebt haben. Also es gab im damaligen deutschen Reichsgebiet, das erstreckte sich ja noch über Teile von dem, was heute Polen ist, ungefähr so viele Einwohner, wie es heute im Bundesgebiet gibt, 80 Millionen Einwohner. Und Ruth fragt eben, ob ihr euch vorstellen könnt, wie viele davon jüdischen Glaubens waren. Wer möchte denn mal schätzen? Wir nehmen 3 Vorschläge. Mal sehen. Möchte jemand mal, oder weiß es jemand? Bitte. Du musst es mit die Maske. 5 Millionen, richtig? 5 Millionen. Bitte. 200.000? 200.000, das ist schon sehr extrem zwischen 5 Millionen und 200. Und jetzt noch einmal Nummer 3. Wir sollten eigentlich die Frauenquote berücksichtigen. Haben wir hier vielleicht noch eine weibliche Stimme ganz in der letzten Reihe? Du musst es, oder du musst aufstehen, sonst kann ich es nicht verstehen. Einige Hunderttausende? Das ist ein sehr kluge. Einige Hunderttausende, das kann so ja. Alles zwischen 100 und 1 Million sein. Wie viele waren es denn? Ja, also es waren genau 500.000, knapp über 500.000. Also diese beiden Herren, waren es beide Herren? Nein, die junge Dame und aha, der Herr davor. Ja, das ist richtig. Und da fragt man sich, wie ist das möglich, dass diese kleine Anzahl von Menschen das Unglück eines Volkes, eines starken Volkes sein konnte. Aber das war nun mal so. Und wie gesagt, Herr Streicher hat auf mein Leben indirekt Einfluss genommen, ohne dass er von mir je etwas gewusst hat. Mein Vater arbeitete bei einer christlichen Firma in Nürnberg. Nürnberg war, und soweit ich weiß, ist noch immer das Spielzeug. Das Spielwarenzentrum. Gibt es eine große Messe auch, wisst ihr vielleicht. Und ne? Er war im Spielzeug, einer Spielzeugfabrik. Hatte er einen Job als Kaufmann. Mein Vater, bin wieder bei Herrn Streicher, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Gebiet Franken, er war eben der Gauleiter von Franken, Juden frei zu machen, so schnell wie möglich. Und dazu muss ich einige Fragen stellen. Haben Sie eigentlich diese Zeit schon in der Schule mit? Also dann brauche ich nicht mehr sehr viel zu sagen. Ich wollte nur klar machen, dass in diesen ersten Monaten alles sehr schnell ging. In Franken auch? Bitte? In Franken? Nein, in Deutschland. Deutschland dann auch?
Also das erste war der Reichstagbrand, dann kamen im März die neuen Wahlen, wo die Kommunisten schon nicht mehr beteiligt werden durften. Dann auch im März die Bücherverbrennung und im April, am 1. April, gab es nationweit den ersten Boykotttag gegen Juden. An diesem Tag stand dann an den Schaufenstern "Kauft nicht bei Juden" und ähnliches. Und vor den Läden standen immer ein oder zwei SA. Ah ja, Deutsche, wehrt euch. Kauft nicht bei Juden. Genau. Kauft nicht bei Juden. Aber das Interessante war, dass an diesem 1. April, erstens mal das Interessante war, dass es ein Schabbat war, ein Samstag, wo in den kleinen Geschäften der Inhaber bestimmt nicht da war, sondern in der Synagoge. Warum sie diesen Tag ausgesucht haben, weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand den Kalender nicht richtig angesehen. Aber das andere war, dass die Posten nicht jeden Kunden verscheucht haben. Es gingen Männer und Frauen an den Posten vorbei und kauften, was immer sie wollten. Das wäre einige Monate später schon schwieriger gewesen, weil der Druck und die Propaganda und alles sehr massiv war. Und die Folgen dieses Drucks war, oder eben ein Druck, der sehr stark war, war, du kannst dieses Gesetz immer sehr schön... Ach so, das war das Gesetz, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon gehört dann auch, das Gesetz zur Wiederherstellung des deutschen Berufsbeamtentums, habt ihr davon schon mal gehört? Also so hieß das Gesetz, mit dem eben die jüdischen Beamten, also alle, die im Staatsdienst waren, aus dem Staatsdienst entfernt wurden. Ja, mein Vater war kein Beamter, aber und die Beamten, die jüdischer Herkunft, die sind auch nicht sofort entlassen worden, sondern suspendiert. Mhm. Nicht, die sind einfach aus dem Dienst ausgewiesen worden. Und da müssen sie sich überlegen, wen das alles betroffen hat. Lehrer natürlich und Professoren, aber auch die Kultur. Ein Jude, ob der nun eine arme Putzfrau war oder der Dirigent einer staatlichen Opern. Richard, also die Wagner-Festspiele zum Beispiel, ja. Aus dem Orchester mussten ganz viele sofort in die Immigration. Sofort. Gehen. Und das Philharmoniker, Berliner Philharmoniker Orchester, nicht, war plötzlich ohne den ersten Geiger oder noch andere. Es gab später eine deutsch-jüdische, natürlich nicht deutsch, sondern jüdische Kulturverein, den Herr Goebbels gegründet hat. Und in den 90er Jahren haben einige von den Überlebenden, die damals eben aus der Philharmoniker dann bei einem jüdischen Orchester gespielt haben oder Schauspieler, die in Hollywood inzwischen groß geworden sind, die noch lebten, in den 90er Jahren meinte ich noch lebten, nach Berlin kommen konnten, war ein Abend von diesen Menschen, die damals von einer Minute zur anderen entlassen worden sind und die den Zuhörern das vermittelt haben. Das ist ein Abend, den man nicht vergisst. Ja, ich wollte nur sagen, dass das also ein natürlich sehr eingreifend und sehr klar machte, Juden sind in Deutschland nicht mehr erwünscht. Aber trotzdem war die Auswanderung noch nicht sofort erfolgt, weil man eben in den 20er Jahren so viele politische Probleme erlebt hat mit neuer Regierung, mit auch
Ermordung Funktionären. Rathenau, ne? Walter Rathenau, Außenminister, wurde 24, glaube ich, ermordet von den Rechten. Und dass man dachte, irgendwann kommt eine neue Regierung und dann wird es wieder alles anders. Also in Franken, muss ich wieder zurück zu meiner Geschichte, war es eben anders. Herr Streicher hat seine Leute losgeschickt und mit Leuten wie den Inhabern der Firma, für die mein Vater gearbeitet hat, ihnen klargemacht, er hat es nahegelegt genannt, dass das doch eine tolle Idee war, am 7. April alle Beamten, die jüdischer Herkunft war, aus dem Dienst zu entlassen. Das sollte doch jetzt auch bei den verschiedenen Großfirmen geschehen. Und im Fall von der Großfirma, bei der mein Vater tätig war, war das der Fall. Er wurde also von einem Tag zum anderen arbeitslos. Und wenn man kein Einkommen hat, kann man die Miete nicht mehr bezahlen. Und wir zogen also schon im April oder Mai, genau weiß ich das natürlich nicht mehr, aus diesem Dorf. Und wir zogen zu meinen Großeltern, den Eltern meiner Mutter, nach Fürth. Mein Vater stammte ja nicht aus Fürth. Und mein Großvater war ein ganz einfacher Arbeiter. Er war Buchbinder und erzählte noch, bevor wir auch auswanderten, erzählte er sehr oft und gerne von seinen Wanderjahren. Nicht als in den, er ist im 19. Jahrhundert geboren, also das ist alles sehr lange her, das sind Jahrhunderte. Aber so ist nun mal die Familiengeschichte, jeder hat seine eigene. Und unsere war eben die, dass wir von armen Juden abstammten. Wollen wir etwas über, weil wir gerade von dem Großvater gesprochen haben, wollen wir etwas über den Schabbat lesen ruhig? Ja. Sollte ich das jetzt ruhig tun? Ja. Ich weiß nicht, wie viel ihr wisst über die jüdische Religion. Man weiß ja meistens relativ wenig. Wir wissen so, da gibt es die Synagoge und dann gibt es vielleicht, wie heißt die Bibel bei den Juden nochmal? Wisst ihr, wie das heißt? Wie nennen die Heilige Schrift? Wer weiß das? Aha. Ich bevorzuge jetzt mal, die Frauen kommen sonst relativ wenig dran. Frauenquote, sag mal bitte. Die Tora, ja genau. Und also da ist schon einiges bekannt. Aber man weiß meistens relativ wenig über das, wie eigentlich ein Schabbat passiert. Und deswegen möchte ich diese Passage jetzt vorlesen. Es ging um den Großvater, das war ein relativ orthodoxer, frommer Jude. Mein Großvater betete dreimal am Tag und wenn möglich, so ging er zum Morgengebet in die Klaus. Wenn 10 Juden zusammen sind, bilden sie ein Minyan, das Minimum für eine Gemeinde, sodass der Vorbeter das Kaddisch, das Totengebet, verrichten kann, das zum Morgengebet gehört. Derartige Regeln lernte man nicht, man sog sie auf, sie waren Teil des täglichen Lebens. Genau wie der Scheitel, den meine Großmutter trug und der mir ganz selbstverständlich vorkam. Ich war jetzt gerade in Wien. Da gibt es in einem orthodoxen jüdischen Viertel, wenn ihr Wien kennt, die Leopoldstadt im 2. Bezirk, da laufen wirklich noch sehr viele ältere Frauen aus orthodoxen jüdischen Familien, eine Bekannte sagte, mit Perücken rum. Aber das ist der Scheitel, das ist ein falsches Haarteil, das dazu diente, die Schönheit der eigenen Haare zu verbergen. Dieses gehörte nur dem Ehemann, also trugen auch nur die verheirateten Frauen ein solches Haarteil. Meine Mutter trug keinen Scheitel mehr, dazu war sie wiederum eine Generation zu jung. Ich habe die Trennung von Männern und Frauen in der Synagoge nie als wichtig empfunden. Die Synagoge ist keine Kirche, in die man pünktlich und feierlich geht, sondern ein Treffpunkt. Die Männer, die Gelehrten, verbringen viele Tage dort und lesen, lernen, diskutieren miteinander. Wir in Fürth lebten nicht in der Ghetto-Atmosphäre der Juden in Osteuropa, wo die Synagoge das Zentrum war, in dem die Jungen für ihre Bar Mitzwa
vorbereitet. Habt ihr den Begriff Bar Mitzwa schon mal gehört? Ist ja toll, was hier alles bekannt ist. Wissen ganz viel, die jungen Leute. Sicher, den Cheder, den hebräischen Unterricht, gab es auch in Fürth. Auch die Mikwe, das rituelle Bad, in dem sich Frauen nach ihrer Periode und nach der Geburt eines Kindes badeten. Der orthodoxe Mann glaubt, die Frau sei unrein, und auch bei uns gaben einige der alten Männer keiner Frau die Hand. Doch so weit ging es im Haus meiner Großeltern nicht. Und bei den anderen störte es mich nicht. Ich wusste, wie wichtig die Frau für die Religion selbst ist. Die jüdische Religion hat ihren Schwerpunkt nicht in der Synagoge, sondern in der Familie. Es ist die Mutter, die mit ihren Händen das Kerzenlicht segnet, die an jedem Freitagabend 2 Kerzen anzündet und so den schönsten Tag der Woche, den Schabbat, begrüßt. Freitagsabends, nachdem mein Großvater aus der Klaus, aus der Synagoge zurückkam, war der Tisch herrlich weiß gedeckt. Wir Kinder hatten uns bereits gebadet. Jeder war gut angezogen. Mein Großvater segnete uns, sodass wir werden sollten wie die biblischen Ahnen. Es herrschte eine feierliche, fröhliche Atmosphäre. Das Essen, vor allem die Suppe, Hühnersuppe mit Klößen, kann ich heute noch riechen. Ja, ich wollte nur einige Sätze über Fürth sagen. Fürth war ein ungewöhnlicher Ort für Juden. Es hat historische Gründe, weil zwei Herren, ein katholischer Herr, ein Bischof, und ein Markgraf, ein evangelischer, protestantischer Mann, beide Anspruch auf Fürth hatten oder dachten, sie hätten sie, und die stritten sich darüber. Und wenn also nun, und die dritte Instanz, die auch einen Anspruch an Fürth hatte, war Nürnberg. Die beiden Herren haben sich gestritten. Der Markgraf dachte, es ist eine gute Idee, wenn man die Juden einlädt, was er dann im 17. Jahrhundert getan hat. Und so gab es Juden, die die Einreiseerlaubnis und die Bewilligung hatten, in Fürth zu leben. Das kostet natürlich Geld. Das bedeutet, dass sehr viele wohlhabende Juden in Fürth gelebt haben. Und es hat dann der Bischof ihm gleich gemacht, weil er natürlich weiter seinen Anspruch haben wollte. Das Resultat war, dass Anfang des 19. Jahrhunderts jeder fünfte Fürther ein Jude war. Und dass es in Fürth alles gab, was man überhaupt sich an einer jüdischen Gemeinde überlegen kann. Also nicht nur eine Mikwe, aber ein Mikwe ist ein rituelles Bad, sondern eben mehrere, auch in Privathäusern derartige. Es sind Quellen, es muss eine Quelle sein, wo das Wasser herkommt. Und eben sehr viele Synagogen, es gab einen sogenannten Schulhof. Die Synagoge war und ist für orthodoxe Juden ein Lehrplatz, wo man eben diskutiert und lernt, wie eben auch die Rabbiner in der biblischen Zeit keine Priester waren, sie waren Lehrer. Ja, das möchte ich natürlich nicht weiter ausführen, denn ich habe das Gefühl, dass wir nach Südafrika reisen müssten. Ja, müssen wir dann langsam mal. Ja. Dein Vater ist schon sehr früh, also 1933. habe ich nicht beendet. Mein Vater hat seinen Job verloren, das habe ich schon gesagt. Aber was ich nicht gesagt habe, ist, dass die Frage dann war, ja, was nun? Es ist ganz klar, dass mein Vater nicht erwarten konnte, dass er einen Job bekommt. Er war arbeitslos, er musste irgendetwas tun. Und er hatte das enorme Glück, dass er in Südafrika zwei Verwandten hatte. Ich weiß nicht, ob das
Vettern waren, Onkeln oder was. Aber es waren zwei Familien, die in Johannesburg wohnten. Und einer von diesen Herren hat an die Familie geschrieben, er ist bereit, für die Verwandten zu bürgen, die nach Südafrika kommen wollten. Und man gab dem, mein Vater war der Jüngste in seiner sehr großen Familie, man hat meinem Vater diesen Brief gegeben und er ist dann schon Mitte 33 nach Südafrika ausgewandert. Aber es war eine sehr schwere Zeit, nicht nur für Deutschland, sondern es war eine Weltdepression und in Südafrika ging es auch nicht sehr leicht. Außerdem... Also Weltwirtschaftskrise habt ihr wahrscheinlich dann auch schon durchgenommen. Ja, es war eine Rezession und es dauerte also sehr, sehr lange, bevor mein Vater dazu kommen konnte, wo er sagte, ihr müsst jetzt kommen. Und dieser Zeitpunkt war 35 gekommen, als es die Nürnberger Gesetze gab. Die, wissen Sie darüber? Es wird wieder genickt, Nürnberger Gesetze, Rassegesetze. Und ja, so, ja, ich sehe die Nicken. Und das bedeutet, dass mein Vater Angst hatte, was kommt danach? Und in Südafrika war auch einiges, was ich noch erklären möchte, aber nicht jetzt. Jedenfalls fand mein Vater, der ein kleines Geschäft von seiner, seiner Familie gründen konnte mit der Hilfe dieser Verwandten und dass er sagen konnte, also kommt. Und das war 36. Und 36 war ein wichtiges Jahr für Juden und in der südafrikanischen Politik, aber das erzähle ich noch. Ich wollte nur sagen, dass wir 36 aus zwei Gründen eben kamen. Einmal wegen der Situation in Deutschland nach den Nürnberger Gesetzen und zweitens die neue Situation in Südafrika. Nicht? Und da sind wir dann erst nach Hamburg, meine Schwester, Mutter und ich. Und von dort aus erst nach Southampton, warum, weiß ich nicht. Und dann sind wir weitergefahren der Küste entlang nach Kapstadt. Wir an der Westküste Afrikas runter. Ihr wart auch auf den habt ihr auf den Kapverden halt, Kanarische Inseln, auf den Kapverden habt ihr, glaube ich, halt gemacht. Ja. Und dann die ganze Küste runter hier. Dakar natürlich, großer, ja, wichtiger Hafen hier. Accra. Die afrikanische Geografie kennt. Und dann hier die Küste, hier ist dann Accra, also Ghana, Abidjan, Elfenbeinküste, Lagos, Nigeria und dann hier runter die ganze Küste. Ja. Ja, der Grund, warum Lutz das Ihnen gezeigt hat, ist, dass wir auf einem Frachtschiff, einem deutschen Frachtschiff gefahren sind und die dritte Klasse nur von Flüchtlingen, wie eben meine kleine Familie, mit anderen Flüchtlingen in diesem Schiff von einem Hafen zum nächsten gefahren sind. Und dadurch Afrika näher kam. Es war eine sehr, sehr lange Reise. Wie lange? Wie viel? Also ich sage immer 6 Wochen, vielleicht waren es nur 5. Aber es war so lange, weil wir manchmal 3 Tage an einem Hafen waren. Und auch wenn wir nicht landen konnten, wir hatten natürlich keine Papiere, die gültig waren, die Begegnungen mit Afrika war direkt. Erstens, weil Händler an das Schiff kamen, aufs Schiff kamen, um ihre Ware zu verkaufen. Mit denen hatten wir nichts gemeinsam. Die gingen nur zur zweiten und zur ersten Klasse. Aber in der
zwischen diesen beiden Klassen und der dritten Klasse war ein Deck, ein großes Deck. Und auf diesem Deck hat der Kapitän Afrikaner aufgenommen, die von einem Hafen vielleicht über einen zweiten zu deinem dritten Hafen mit ihrer Familie oder alleine aus irgendeinem Grund reisen wollte, sodass wir aus der dritten Klasse diesen direkten Kontakt mit Afrikanern hatten. Und für uns Kinder war das außerordentlich wichtig, denn wir konnten mit den Kindern aus den anderen Klassen natürlich keinen Kontakt haben. Aber nun wollten diese Kinder mit uns spielen. Und wir natürlich. Die afrikanischen Kinder. Die afrikanischen Kinder. Und wir mit ihnen. Und die Gastfreundschaft, die uns entgegengebracht wurde, die haben natürlich diese sogenannten Zwischendeckpassagiere. Die haben auf dem Deck geschlafen und haben auch dort ihr Essen gemacht. Das haben sie uns angeboten. Und diese Entgegenkommen, genau das Gegenteil von dem, dass wir auf dem Schiff von den anderen Passagieren oder von der Mannschaft erfahren haben, das war wunderbar. Und die Kinder wollten vor allem mit uns tanzen. Die haben uns gezeigt, wie Afrika lebt und wie Afrika tanzt. Und wir kamen also nun in Kapstadt mit der Idee an, dass wir in ein afrikanisches Land kommen, dass wir Afrika kennenlernen mussten. Und wir haben auch verstanden, dass es verschiedene Sprachen in Afrika gab. Das mussten wir uns dann überlegen, dachten wir, dass wir afrikanische Sprachen lernen müssten, dass wir die afrikanische Kultur kennenlernen mussten und dass wir zwischen und unter Afrikanern leben. Und dann kamen wir in Kapstadt an und es war alles anders. Die Dame, die uns abholte, wir fuhren von Kapstadt sofort am selben Tag, nachdem wir angekommen waren, nach Johannesburg. Und das ist sehr weit, 1000 Kilometer etwa. Und dauerte also mehr wie einen Tag. Man übernachtete zwei Nächte und war fast drei Tage also unterwegs. Und die Dame, die uns abholte und sich um die Flüchtlinge kümmerte, die nach Johannesburg fuhren, haben meine Schwester und mich angesehen und hat Folgendes gesagt: Wie schön, dass die Mädchen so eine helle Haut haben. Und wir fanden es gar nicht schön. Wir fanden die afrikanische seidige Haut, die wir bei den Kindern gesehen haben, fanden wir wunderschön. Und wir haben auch gesehen, dass die Damen in den ersten und zweiten Klassen sich immer braun werden lassen. Und das konnten wir ja nicht, wir waren ja nicht direkt der Sonne ausgesetzt. Aber nun war plötzlich die Hautfarbe so wichtig. Und das waren wir nicht vorbereitet. Auf dem Schiff gab es eine Bibliothek. Und wenn es Bücher gab, dann muss man die lesen. Die habe ich also ziemlich genau gekannt, diese Bücherei. Aber das war alles von der weißen Sicht und alles immer von der Sicht der Buren, weil da bin ich jetzt bei der südafrikanischen Politik und da muss ich fragen, ob Sie überhaupt etwas über Südafrika wissen. Ja, etwas doch ganz abgesehen bestimmt. Abgesehen von Mandela. Wenig, weil ja, aha, melden sich schon einige, die schon was wissen. Wollen Sie etwas dazu sagen? Ja, bitte. Jetzt meinte ich hier den Gap. Aha. Es gibt eine große, ich mache das immer, bin so ein bisschen Verstärker hier, ne? Aber du kannst gerne auch für mich, mit der Maske habe ich Probleme mit dem Verstehen. Also es gibt eine große Kluft zwischen Arm und Reich in Südafrika. Ja, und es gibt halt auch, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, halt viele weiße Leute.
Es gibt sehr viele Weiße in Südafrika, was für ein afrikanisches... Bitte? Und viele Dunkelhäutige. Ich vergesse immer die Zahl. 45 Millionen... Heute ist es schon sehr viel mehr. 50 Millionen Afrikaner und dann nochmal sogenannte Asiaten, etwa 3 Millionen und nochmal sogenannte Mischlinge, Coloreds, auch nochmal 3 Millionen. Wie viele Weiße? Ich wollte sagen, die weiße Bevölkerung schrumpft. Die wird weniger. Die waren es mal 5 Millionen. Ne, ja, also man kann immer noch sagen, zwischen 4 und 5 Millionen. Die Herkunftsländer dieser Weißen, nicht, Sie haben völlig recht, Südafrika hat mehr Weiße als irgendein anderes afrikanisches Land, weil das Klima, es ist etwa vor allem an der Küste im Kap, ist etwa wie im Mittelmeer. Das heißt also, dass Europäer dort leicht leben können. Und außerdem hat man dort eben sehr früh Gold und Diamanten gefunden. Und das ist eine Attraktion für Europäer gewesen. Und es hat also schon seit dem 17. Jahrhundert in Südafrika Siedler gegeben, die zum größten Teil aus Holland, aber auch aus Frankreich und Deutschland kamen. Und dann in der napoleonischen Zeit hat England erst das Kap besetzt und dann das Kap gekauft nach den napoleonischen Kriegen, sodass man also englischsprachige und afrikanssprachig, das ist eine Mischung von im Wesentlichen Holländisch, Deutsch, Französisch und einige Worte aus afrikanischen Sprachen. Und diese Sprache Afrikaans und das Wort Afrikaner beanspruchen... Mit Doppel-A. Ja, eigentlich nein, aber ja. Dieses Wort, diese Bezeichnung beanspruchten die Nachkommen dieser ersten Siedler aus diesen drei Ländern, von denen ich gesprochen habe, für sich, sodass sie die Afrikaner nie Afrikaner nannten, bis zur demokratischen Zeit. Ja, ich will mal eben fragen, habt ihr den Begriff Buren schon mal gehört? Ich meine, wir sind hier in der Nähe der holländischen Grenze. Das ist ja Buren. Ich komme aus dem Osnabrücker Land. Da im Plattdeutsch, da sagt man auch, Bauer ist Bure. Und holländisch ist, es waren eben Bauern, holländische Siedler, die dann als Nachfahren heute noch die Burenbevölkerung sind. Ja, also die Buren haben das Innere, das Innenland, Südafrika eröffnet. Und ich habe ja schon das Wort Gold und Diamanten genannt. Die wurden beide erst Diamanten im 19. Jahrhundert wurden die gefunden und dann 20 Jahre später das Gold. Das heute noch, es ist ganz erstaunlich, was nun Ressourcen anbetrifft. Sehr oft wird eine Goldgrube, wie etwa in Australien, auch in Amerika, ausgegraben und dann ist es erschöpft. Ja. Aber in Südafrika, wie auch in der Sowjetunion, gab es eben eine Ader, eine Steinader, die mit Gold besetzt ist, sodass es so etwa Flöze. Ich weiß nicht, ob man die Flöze nennt. Ja. Also es ist ja wie Kohlebergbau oder so, da gibt es ja eben auch solche Ruth war, das haben wir noch nicht erwähnt. Ruth ist eben dann, ich greife etwas vor, wir müssen ja auch ein bisschen vorkommen und wollen ja auch noch Fragen von euch vielleicht. Ich weiß nicht, ob Fragen vorbereitet worden sind, aber vielleicht fallen euch jetzt ein paar ein, während ihr das alles gehört habt. Wir wollen ein bisschen Raum noch für Fragen an dich auch haben.
Also Ruth hat dann eben als Wirtschaftsjournalistin gearbeitet im südlichen Afrika. Und zum Thema Diamanten und Gold könntest du wahrscheinlich 2 Stunden lang jetzt hier einen Vortrag halten. Ja, ich wollte nur sagen, dass das ist der Grund, warum so viele Weiße in Südafrika leben. Und diese 2 Gruppen, die afrikanischsprachigen und die englischsprachigen, verstanden sich nicht. Zwei weiße Gruppen. Ja. Und die Afrikaner existierten für diese Weißen nur als Arbeiter. Und zwar als Arbeiter, erst als Sklaven. Diese erste holländische Kolonie, Siedlung, war eine Sklavengesellschaft. Und in dem Augenblick, in dem ein Mensch einen anderen Menschen versklavt, dann sieht er den Mensch nicht mehr. Es ist auch kein Zufall, dass im Englischen das Wort Laborer sehr oft als Hands, einfach Hände, übersetzt wird. Nicht oder benutzt wird. Farmhand heißt ja. Landarbeiter, Farmhand. Ja. Und diese Erniedrigung aus der Sklavenzeit und alles, was sie über die Südstaaten oder über die Sklaverei in anderen Ländern gelesen und gekannt haben, das galt auch für das südliche Afrika. Und das hat sich durch die Jahrhunderte hat sich das immer weitergegeben. Sodass zu der Zeit, als wir ankamen, ein Afrikaner, jetzt ohne das zweite A, ein African, kein African war, sondern ein Kaffer. Und als dann das doch nicht mehr ganz salonfähig war, hat man das Wort Bantu erfunden. Bantu ist ein Sprach, es umfasst ein ethnischer Begriff. Ja, und bedeutet eigentlich das Volk. Aber ein Mann wurde als Bantu bezeichnet, aber im Gespräch wurde der Mann nie als Mann empfunden, sondern das war ein Boy. Auch wenn er so alt ist wie du, das wäre ein Boy gewesen. Und er wurde auch so angesprochen. What do you want, Boy? Nicht und bei einer Frau genau dasselbe. Die war keine Frau, auch keine Junge und keine Alte, sondern sie war das Girl. Nicht und dieses hat man uns natürlich nicht durch diese Lektüre, die ich auf dem Schiff bekommen habe, oder von dieser Frau mitgeteilt. Das war ein Riesenschock. Und bevor ich weiter erzähle, denke ich, dass du mal die Geschichte vorliest. Genau, denn das ist jetzt die erste Erfahrung mit diesem Rassismus in Südafrika, wo eben afrikanischen Bevölkerung gar nicht die Eigenschaft als Erwachsene sozusagen zugestanden wurde, sondern sie wurden praktisch wie Girls oder Boys behandelt. Meine Mutter sollte auch im Laden mitarbeiten, sodass sie im Haushalt ein Girl brauchte. Die Frau hieß Jenny. Und als sie sich vorstellte, hatte sie ein kleines Kind in einem Tuch auf den Rücken gebunden. Das fanden wir ganz aufregend. Außerdem hatte das Baby eine glänzende Haut und die wunderschönsten braunen Augen, die wir jemals gesehen hatten. Das Gespräch mit Jenny fand auf der Veranda statt. Sie löste das Tuch und breitete es, das Baby mit einer Hand haltend, auf den rotpolierten Verandaplanken aus. Dann knieten meine Schwester und ich uns hin und spielten mit dem Kind. Es strampelte vor Vergnügen, wie alle Kinder es nun mal tun. Meine Mutter hob es zuletzt auf und hielt es auf dem Arm, bis Jenny es wieder an sich nahm. Das war auch schon alles. Doch eine Stunde später hatten wir Besuch von 4 Damen. Sie waren alle im Mantel und hatten Hüte auf, so wie ich sie später auch immer sonntags in die Kirche gehen sah. Sie sprachen langsam, auf Englisch. Mein Vater kam aus dem Laden ins Haus, um zu dolmetschen. Sie sagten, sie seien jetzt schon gekommen, wenn wir auch erst 2 Tage in Johannesburg seien.
Das ist aber sehr nett, meinte meine Mutter freundlich. Ja, und sie seien natürlich überzeugt, dass meine Mutter noch nicht auf Teebesuch eingestellt sei. Deswegen hätten sie einen Kuchen mitgebracht. Wir bedankten uns. Ich machte Tee, wusste nicht so genau, wie viel man davon nehmen musste. Auch war ich nicht an den eisernen Kochherd gewöhnt. Es dauerte lange, aber nicht so lange, dass ich nicht verstehen konnte, worum es wirklich ging. Vater übersetzte also, was die Damen meiner Mutter zu sagen hatten. Sie sind früher als geplant gekommen, denn sie hätten gesehen, dass wir hier sehr fremd seien. Also in fremden Ländern gibt es ja stets Sitten, die man nicht kennt. Selbstverständlich wird es uns eine Ehre sein, diese Sitten kennenzulernen, erwiderte meine Mutter ahnungslos. So, sagte eine der Damen, na dann wird ja wohl bald alles in Ordnung sein. In Ordnung? Fragte meine Mutter immer noch ahnungslos. Aber natürlich. Die Damen nahmen an, wir wüssten, was sie meinten. Ich kam mit dem Tee. Es war still im Zimmer. Man saß auf zwei Stühlen, die mein Vater vom Vorbesitzer gekauft hatte, und auf zwei groben Kisten, die aus dem Laden kamen. Eine kleinere Kiste diente als Tisch. Was meinen Sie denn nur? Fragte ich meinen Vater leise. Er war verlegen, schließlich lebte er schon fast 3 Jahre hier und wusste wirklich, worum es ging. Dann sagte er, man fasst hier kein schwarzes Kind an. Das gehört sich nicht. Das ist hier ein Verstoß gegen die guten Sitten. Wieder Stille. Sie haben es verstanden, sagte mein Vater zu unserem Besuch. Die Damen erhoben sich schnell. Vielleicht war ihnen der Tee ja zu stark gewesen. Im Dorf, da durften die Schulbankkameradinnen auch nicht mehr mit mir spielen, sagte ich. Das war dort gegen die guten Sitten. Ja, das war wie ich sagte, dieses System der Gesellschaft habe ich von Anfang an dank dieses Einstiegs nie akzeptiert. Mein Vater hat diesen Laden in einem Vorort im Süden von Johannesburg gegründet oder übernommen, das weiß ich nicht. Ein sogenannter armer Waisenvorort. Da bin ich wieder bei diesen zwei Gruppen, englischsprachig und afrikanischsprachig. Die Engländer haben sich nur für das Gold und die Diamanten und anderen Ressourcen interessiert. Vorher hatten sie keine klare Politik gegenüber den Buren, die aus dem Kap, also aus der Kolonie, die sie gekauft haben, hatten sie keine klare Idee, sind das nun Engländer noch, sind das nun Bürger von Großbritannien oder nicht? Manchmal ja, manchmal nein. Aber in dem Augenblick, in dem das Gold gefunden wurde und Diamanten, da war das anders. Und da gab es dann zwei sogenannte Burenkriege. Und Buren haben sich verteidigt. Der letzte Burenkrieg wurde erst 30 Jahre beendet, bevor wir nach Südafrika gekommen sind. Und der Hass der Buren auf die Engländer war verständlich. Denn sie haben unter anderem ein Konzentrationslagersystem aufgemacht, weil die Buren einen Guerillakrieg gegen die englischen Truppen geführt haben. Und das bedeutete, dass sie von ihren Farmen immer Proviant holten und frische Pferde. Und um das zu verhindern, wurden die Frauen und Kinder eingesperrt. Es sind etwa 20.000 gestorben. Und wenn man die damalige Bevölkerungsschicht sich überlegt, war das sehr, sehr hoch. Und dieser Hass, der hat sich dann, man versuchte dann, den zu befriedigen, indem zwei Burenrepubliken und zwei britische
Kolonien zusammengelegt sind, wurden im Jahr 1910. Und das ist das heutige Südafrika. Das hieß damals noch eine englische Dominion, eine unabhängige Kolonie. Aber als wir kamen, da war nun eine neue Situation entstanden. Die Buren hatten dieselbe Ideologie wie die Deutschen, weil sie Angst vor den Afrikanern hatten. Ich sagte ja, wir wohnten in einem armen, weißen Vorort und das waren hundertprozentig Burenweise. Die wurden durch den Burenkrieg verarmt, sie haben ihre Ländereien zum Teil verloren oder sie wurden durch das Gold angezogen und in den Goldbergwerken zu arbeiten. Und da verdienten sie nicht sehr gut, nicht sehr viel. Und nun kamen die Afrikaner auch in die Städte zur selben Zeit wegen der Rezession. Und kennen Sie das Wort Apartheid? Die Apartheid gab es also zu unserer Zeit, als wir kamen, noch nicht. Die kam erst 12 Jahre später, nachdem die Burenpartei eine Wahl gewonnen hatte. Also die Apartheid als offizielles System, ja, eben. Aber das System war dasselbe, nur dass es eben dann verstärkt und so weiter wurde. Und diese Tatsache, dass die Buren also nun sich gegen die Engländer wehrten, dadurch hatten sie Angst, dass die Afrikaner und jetzt wir, die Flüchtlinge, es kamen zwischen 6.000 und 6.500 Juden aus Deutschland nach Südafrika, da hatten die Buren Angst, dass man ihnen die Jobs wegnimmt. Und erst von den Afrikanern und dann von uns. Und deswegen wurde ein neues Verbot, dass Juden nach Südafrika kommen konnten, verabschiedet. Das ist, was ich vorhin sagte, dass sich die Politik geändert hat. Ich werde dich unterbrechen. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ganz schlecht, die Zeit ist jetzt fast um. Okay, werde ich... Wir sollten aber noch ein paar Fragen zulassen. Dann werde ich einfach mit folgendem beenden. Die Apartheid, die dann 12 Jahre später eingeführt wurde, ist dann 1990 abgeschafft worden und seit 1994 gibt es eine demokratische Verfassung und eine schwarze Regierung. Also bei schwarz meine ich nun alle Rassen, ob das jetzt die Asiaten waren oder die sogenannten Coloreds oder die Schwarzen. Man nannte sie alle schwarz. Und das ist heute Südafrika, ist endlich eine Demokratie geworden. Vielen Dank, Ruth. Ihr müsst aber jetzt noch nicht klatschen. Könnt ihr noch einen Moment aufheben. Ich würde gerne noch ein paar Bilder einfach zeigen, damit ihr mal seht, die sind einfach wunderbar. Die sind auch in diesem Buch, kann man im Buchhandel, wenn ihr euch interessiert für Ruths Leben, da sind die zum Teil auch zumindest enthalten. Auch die Fotos, hier sind sie gar nicht mehr drin. Aber in der jetzigen Ausgabe, ach so, das ist meine Privatausgabe. Das war Ruth 1959 in ihrer journalistischen Arbeit. Man erkennt dich gut. Und dann ist sie gefahren, auch mal kurz hier. Da ist sie mit ihrem kleinen Sohn, den seht ihr hier in dieser Tragetasche. Ich weiß immer nicht, wie die heißen, diese Tragetaschen. Caricot. Caricot. Da ist sie unterwegs von Südafrika, wo haben wir jetzt hier die? Nach Simbabwe, heute Simbabwe. Also da fuhr sie von Johannesburg nach Harare, das hieß damals noch Salisbury. Erst mit dem VW Käfer und dann mit dem Zug, weil der Käfer eine Panne hatte. Und deswegen steht sie hier mit ihrem gerade
Wie alt war der Alex da? 3-4 Monate oder wie alt war? Ein halbes Jahr oder so. Auf dem Rhodesia Railways kann man da noch sehen. Das sind so ein paar Eindrücke einfach aus Ruths verrückten Leben. Berufsleben hier. Wo war das denn nochmal? Das Malawi. In Malawi, genau. Nyasaland damals. Nyasaland. Und dann haben wir hier noch eins von der Benguela, das gefällt mir immer sehr schön, die Benguela-Eisenbahn, die wurde gebaut von Luanda, glaube ich, ne? Von Luanda bis zum Kongo und dann weiter über den Kongo nach Sambia. Wo ist die Karte? Und von dort aus Südafrika. Also das sollte eben hier von, hier oben haben wir, da ist Benguela, von da wurde die gebaut, also quer durch bis in den Kupfergürtel, glaube ich, ne? Oder so nach Kitwe darüber. Also hier in den Lumbumbashi, also in diesem Bereich. Das war die Zeit eben der Entkolonisierung Afrikas, die du... Das war dann im Bürgerkrieg. Das war dann im Bürgerkrieg nach 1970, also als Portugal sozusagen die portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik kämpften um ihre Unabhängigkeit. Diese Zeit hat Ruth, da hat sie als Journalistin eben gearbeitet. Mit der Bahn bist du quer durch Afrika gefahren, sozusagen. Also nicht ganz quer durch Afrika, ein Stückchen. Und dann hast du hier, sieht man dich nochmal, da warst du bei der Deutschen Welle, glaube ich, ne, in der Zeit. Das war vielleicht in Köln als Journalistin gearbeitet, bei der Deutschen Welle eben auch. Und heute sitzt sie hier so vor uns und schreibt immer noch Bücher. Wir haben zusammen diesen wunderbaren, wenn ihr was lesen wollt, als Roman über Südafrika, auch gerade die sehr komplizierte Geschichte, das ist nicht einfach, mit den Buren, mit den Engländern, mit den afrikanischen Nationen, wenn man so will, also den Unterschieden in Zulu, Kosa, also den unterschiedlichen ethnischen, das ist schon interessant, ganz spannend. Dieser Roman ist über die südafrikanische Geschichte, glaube ich, sowas wie ein Schlüsselroman. Meine Schwester Sarah, in den auch die jüdische, wie soll ich sagen, Geschichte Südafrikas oder das auch eine Rolle spielt. Also ein spannendes Buch, als Taschenbuch bei DTV erschienen. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, wenn er uns die noch gibt. Da kommen, jetzt gehen schon die Finger hoch. Hoffentlich haben wir da noch Zeit. Wir können gerne noch ein bisschen länger bleiben. Wer mag, kann dann noch länger bleiben. Herr Rosenbusch, Sie sind derjenige. Ja, ich gebe das Mikrofon rum. Ich denke, das ist angenehmer dann für... Bitte. Also wir haben jetzt viel darüber gehört, wie Sie in anderen Ländern waren und fast die ganze Welt bereist haben. Wie war das für Sie, für so eine Nationszugehörigkeit oder ein Land, wo Sie gesagt haben, ja, da komme ich her und da fühle ich mich auch heimisch und das ist mein Zuhause? Gab es das? Gab es für dich, ich fasse das einfach mal immer so ein bisschen zusammen, das Gefühl von Heimat, von Dazugehörigkeit oder von Zugehörigkeit? Was ist das für dich oder was war das für dich? Es gibt es nicht für mich eigentlich. Dadurch, dass ich aus Deutschland sozusagen ausgewiesen wurde, das bedeutet, dass man hat eine Heimat, genau wie man Eltern nur einmal hat. Das kann man nicht ersetzen. Ich glaube, die Flüchtlinge heute denken immer noch an ihr Geburtsland als ihr Land. Und in Südafrika, das war so abwegig, was ich dort sofort erlebt habe, dass ich sofort als Jugendliche, nicht als 12-Jährige, als ich ankam, aber als Jugendliche einer Jugendbewegung angehörte, eine kleine Gruppe, man kann das nur immer mit Handvoll von Menschen vergleichen, Weiße, die eben dieses System auch nicht akzeptiert haben und die dagegen waren, sodass Südafrika eigentlich nie mein richtiges Zuhause geworden ist. Aber dadurch, dass, was Lutz so in 2 Minuten abgetan hat, mein Leben in Afrika,
dadurch, dass ich in verschiedenen afrikanischen Ländern gearbeitet und angenommen worden bin, als Mensch, obwohl ich eben nicht Afrikanerin bin, fühle ich mich Afrika verbunden. Nicht nur im südlichen Afrika, das ich am besten kenne, sondern einfach Afrika. Und das Erste, was ich, wenn ich frühmorgens in Dänemark mir die Nachrichten ansehe, dann fange ich mit Afrika an. Hier haben wir übrigens ein Foto, das ist auch sehr schön, mit Kenneth Kaunda, der ist letztes Jahr, glaube ich, verstorben, Präsident von Sambia, den du gut kanntest. Ja, er war ein Freund. Und ich habe ihn bei meiner letzten Afrika-Reise, das war 2011, habe ich ihn dann besucht. Das ist das Bild, glaube ich, von der Reise. Ne? Ja, und das ist, als er mir auf Wiedersehen sagte. Wir können etwas überziehen, habe ich gerade gehört. Also wir sollten jetzt ruhig noch, wenn ihr Zeit und Lust habt, können wir jetzt gerne noch hier ein bisschen. Wann sind Sie nach Europa oder nach Deutschland? Geht das mal die Maske kurz? Darf man das kurz? Ja, klar. Ist dann einfach für mich auch besser zu hören. Wann sind Sie nach Europa oder Deutschland zurückgekehrt und wie viel haben Sie während Ihrer Zeit in Afrika von den Ereignissen in Deutschland mitbekommen? Wann bist du nach Europa und Deutschland zurückgekehrt und wie viel hast du von den Ereignissen in Deutschland mitbekommen, als ihr noch da sozusagen kurz nach eurer Emigration? Dadurch, dass wir hier Verwandte haben, also Familien hatten, bis 39 haben wir normale Nachrichten auch über die Nachrichten in der Zeitung oder im Radio gehört. Aber von dem Krieg und von dem Holocaust wussten wir nichts. Das kam nach dem Krieg. Das ist einfach, Südafrika war zu weit weg. Und obwohl Südafrika im Krieg teilgenommen hat, eben wieder diese Afrikaans-Englisch, haben die Buren, ich sagte ja schon, sie waren sehr deutschfreundlich, nicht nur deutschfreundlich, sie waren mit den Nazis, war eine große Gruppe liiert, politisch liiert und waren gegen den Krieg, dass Südafrika den Krieg überhaupt erklärt hatte. Und dadurch waren die Soldaten alle Freiwillige, also es war keine Militärpflicht. Und das schon schwächte die Verbindungen zu Europa, also wir hatten keine Ahnung. Aber ich war mit einem Mann verheiratet, dessen Eltern als alte Leute überlebt haben. Die wurden erst versteckt und dann über die Grenze nach Jugoslawien gebracht und hatten beide dann verschiedene Schicksale, aber sie haben überlebt. Und das hat er nicht erwartet. Und als er das endlich erfuhr, 3 Jahre etwa nach dem Krieg, hat er natürlich mit seinen Eltern Kontakt aufgenommen und ich war dadurch mit ihm schon 1950 wieder in Deutschland. Und das war für Juden sehr ungewöhnlich. Es gab nicht sehr viele Rückkehrer. Wir waren auch nicht hier angesiedelt, aber er wollte natürlich seine Eltern so oft besuchen wie möglich. Und das Zweite war, dass Hans Weiß hieß er, beim Berliner Tageblatt bis 1933 gearbeitet hatte als Journalist und Kollegen hatte, die keine Juden waren und die nun in den neuen Medien wie damals Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine oder Frankfurter Rundschau gearbeitet haben, mit ihnen Kontakt aufgenommen haben, weil Südafrika ein interessantes Land war, was Nachrichten anbetraf. So dass er von 1950 und ich ihn dabei, obwohl ich einen anderen Job hatte, die Wirtschaftsberichterstattung machte, ihm dabei geholfen habe, sodass unser Kontakt mit Deutschland und das, was sich dann hier entwickelt hat, wir verfolgt haben.
Aber deine Schwester zum Beispiel, die hast du, als du in Deutschland dann warst, in der Schweiz treffen müssen, weil sie nicht mehr nach Deutschland zurückkehren wollte, wie eben viele andere. Und das war typisch damals. Man hat keinen Volkswagen gekauft und keinen Urlaub in Deutschland gemacht. Und zwar sind Sie ja relativ schnell Sie sind ja relativ schnell nach der Machtergreifung, also wenige Jahre danach geflohen. Haben Sie denn trotzdem schon mal sowas wie eine Rede von Hitler oder diese Paraden miterlebt und was war da für eine Stimmung? Hast du die Paraden der Nazis miterlebt und was war da für eine Stimmung zu spüren? Habe ich was erlebt? Die Paraden der Nazis, die Aufmärsche und Umzüge. Dadurch, dass wir in Fürth wohnten und Nürnberg sozusagen nebenan ist, nicht? Die beiden Städte sind wirklich aneinander geklebt, habe ich den Reichstag, diesen Parteitag von den Nazis erlebt. Also ich habe nicht die Parade offiziell gesehen, aber man hat immer wieder durch die Straßen gingen diese Paraden. Und was ich auch schon einige Male erzählt habe, meine Mutter und ich besuchten jemanden in Nürnberg und auf der Straße neben uns liefen kleine Hitlerjugend. Also das waren die... Die hießen die Pimpfe, ne? Oder? Ja. Hießen die? Ja, die Pimpfe. Also, und die sangen eben das Lied von wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht es mir noch so gut. Aber uns haben sie überhaupt nicht angesehen. Aber ja, das gehörte zum Straßenbild und das gehörte zu den 3 Jahren, die ich in Fürth verbracht habe. Und die Angst der älteren Leute, meinte ich damit, die hat sich natürlich auf uns übertragen. Ich habe nichts von meiner Schule erzählt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das war, man konnte es spüren und wir hatten dadurch auch Angst. Wollen wir das mal als letzte Frage jetzt nehmen oder so? Wie Herr Rosenbusch, was sagen Sie? Sie haben ja gesagt, dass Sie so viel erfahren haben bzw. mitbekommen haben in Südafrika. Meine Frage ist jetzt, wie Sie dann schlussendlich davon erfahren haben und was Ihr erster Gedanke war. Wann hast du denn davon dann erfahren, was in Deutschland passiert ist während der Shoah auch gerade oder also ab 1939 während des Krieges und was war deine erste Reaktion darauf? Ja, wir haben es indirekt erfahren in dem Sinne, dass wir keine Verwandten mehr lebend hatten und nicht wussten, was aus ihnen geworden ist. Und dann, als die konkreten Nachrichten über die Shoah kamen, das war ja schon in den letzten Monaten, als die Amis und die Engländer hier waren. Zum Beispiel als Dachau in der Nähe von Frankfurt, von München gefunden wurde. Das haben wir schon mitbekommen. Aber wir konnten das gar nicht verinnerlichen. Wir konnten das nicht fassen, bis eben die ersten Zeugen, ich denke jetzt an einen Rabbiner, der überlebt hat, der aus einem kleinen Städtel kam, der in eine Synagoge das Wort ergriffen hat und erzählt hat, wie jeder in seinem kleinen Städtel auf den Marktplatz getrieben worden ist und dort umgekommen ist. Und er ist irgendwie, konnte er entkommen. Und diese Nachricht hat eine Bestürzung und hat zum ersten Mal das richtig vermittelt. Es war schon ein Schock, glaube ich. Ne? Obwohl wir schon davon gehört haben, aber in dem Augenblick
indem man etwas von einem Menschen hört, der das miterlebt hat. Da wurde das plötzlich präsent. Und diese Präsenz ist natürlich heute bei mir noch da. Eine letzte Frage vom Geschichts-LK noch. Eine allerletzte. Ja, bitte. Ja, hallo. Erstmal möchte ich Ihnen danken, dass Sie uns mit Ihrer Präsenz heute ehren. Ich kann auch aufstehen. Hallo erstmal. Am besten so. Ja, ich bin Geschichts-LK und ich interessiere mich auf jeden Fall für alles Mögliche, geschichtsspezifische. Und der Geschichtsarbeitskreis? LK, Leistungskurs. Leistungskurs. Das ist mehrmals in der Woche. LK, Geschichtsleistungskurs. Ja. Es ist ja bekannt, dass gerade nach 1945 auch in England und auch heutzutage noch sehr viel verleugnet wird, gerade was Rassismus durch Kolonialismus und so weiter angeht. Und meine Frage wäre eher so, wir als Land Deutschland und auch als europäisches Land und auch Europa insgesamt, heutzutage machen wir eigentlich genug gegen Antisemitismus und Rassismus in unserem Kontinent und in unserem Land? Wenn man sich mal zum Beispiel in Deutschland verschiedene Parteien anguckt, AfD, NPD, der Dritte Weg und so weiter, und auch in anderen Ländern, der Faschismus, ob wir eigentlich heutzutage genug machen und uns genug zu Wort melden, wenn es sein muss? Danke. Wird bei uns genügend getan in, vielen Dank, wird genügend getan in Europa und gerade auch in Deutschland gegen Rassismus und Antisemitismus? Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich habe einmal in den 90er Jahren gesagt, dass Deutschland der 90er Jahre nicht dasselbe ist wie das Deutschland, aus dem ich weggegangen bin. Aber heute kann ich das nämlich nicht mehr sagen, nicht weil es eben andere Strömungen gibt und weil der Antisemitismus leider zu einer ganzen Reihe von Menschenfeindlichkeit gibt. Leute, Flüchtlinge, die aus Kriegsnot oder Armut oder was immer nach Deutschland kommen, ablehnen, das ist genauso schlimm. Und es wird von den Behörden nicht genug getan dafür, dass diese Ablehnung anderer Menschen, dass man sich absichern möchte, genau wie damals die Afrikaner, ich meine jetzt die mit 2a, die Buren nachkommen, sich gegen uns 6.000 Menschen abwehren wollte und uns gar nicht kommen lassen wollte. Nicht, das ist heute leider eben immer noch so. Und dass es der Antisemitismus erneut wieder da ist, ist kein Zufall in dieser Atmosphäre. Und es muss noch sehr viel gemacht werden. Sehr viel, also dass es da eine Sondergruppe für Geschichte gibt, finde ich sehr gut. Aber ich hoffe, dass das auch weitergetragen wird. Dankeschön für die Frage. Herr Rosenbusch, Sie haben das Wort. Frau Weiß, im Namen der Schulgemeinschaft, da schließe ich mich Angelina gerne an, sind wir zu tiefem Dank verpflichtet, dass Sie heute hier sich bereit erklärt haben, diesen Vortrag zu halten. Es ist eine Ehre gewesen, auch Ihnen natürlich, Herr Kliche, als Begleitung und Moderation dieses ganzen Events. Frau Voss, Sie habe ich natürlich vorhin vergessen, die im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein Applaus wert von der Schulgemeinschaft. Ein Applaus an dieses tolle Publikum. Man konnte ja fast Stecknadeln fallen hören hier die ganze Zeit über. Das finde ich toll. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Geduld. Wie gesagt, als letzten Satz noch, ich meine, wenn das irgendwie möglich ist, sind Sie immer wieder hier herzlich willkommen. Wir würden uns geehrt fühlen und ja, gut, vielen Dank. Immer herzlich willkommen. Aber ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange zugehört haben und so ruhig zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Danke.